Okay. So oder so ähnlich könnte das aussehen heute. Wir drehen nämlich im Wald und ich bin nicht alleine. Ich bin mit Yasin von dem Kanal Conte FPV heute im Wald. Und wir drehen heute verschiedene cinematische Shots und haben uns ein bisschen was einfallen lassen, um euch zu zeigen, was man mit einer FPV-Drohne denn alles so anstellen kann. Was machen wir denn jetzt zuerst? Also, als erstes für einen guten Film. Wir machen jetzt hier nur so einen ganz kleinen Mini-Kurzfilm aus ein paar Clips. Aber für einen guten Film braucht man immer einen Establisher. Das bedeutet, man muss den Zuschauer in die Szene führen. Dafür eignet sich das sehr gut mit der FPV-Drohne. Zum Beispiel, da hinten haben wir eine schöne Öffnung, die seht ihr gleich auch. Über die Öffnung reinzukommen in den Wald, um schon mal den ersten Kontakt mit dem Protagonisten zu machen. Und dabei wirst du weglaufen. Ich bin heute der Protagonist, genau. Genau, richtig. Und ja. Ich fliege dir hinterher. Alles klar. Also, Shot Nummer 1. Okay, ich fliege jetzt da oben gleich raus und dann rufe ich dir zu und dann läufst du einfach los. Okay. Und ich werde irgendwann an dir vorbeigeschossen sein. Okay, perfekt. Alles klar. Okay, los! Okay. Warte, komm nochmal zurück. Ah, da ist der Weg. Und bitte! Ja. Okay, das war der erste. Ist dir warm? Als nächstes werden wir eine Parallelfahrt machen, was ganz cool ist, weil diese Drohne ja bekannterweise keine Sensoren hat, warum wir das nicht machen könnten. Versuche ich jetzt ein kleines Stück seitlich durch den Wald zu fliegen und dich dabei zu tracken, wie du am Laufen bist. Okay. Diesmal brauchst du auch nicht so viel laufen. Also. Kannst du links neben mir? Nein. Nein, okay. Warte, du läufst so, das ist rechte Seite. Sonst muss ich hoch. Sonst läufst du hoch. Dann laufe ich hoch, das ist meine Schokoseite. Läufst du hoch. Sie läuft hoch. Okay, next. Richtig rennen, als wenn du Angst hast. Weiter. Was? Okay, komm nochmal zurück. Ich höre dich leider nicht. Was hast du gesagt? Renn mal richtig, als wenn du Angst hast. Okay. So, jetzt in die andere Richtung. Du wolltest die Schokoseite. Du kriegst die Schokoseite. Ja. Das war Shot Nummer 2. Oder? Ja. Okay, warte. Okay. Als nächstes werde ich dir jetzt entgegenfliegen. Das heißt, du darfst nicht zu viel Angst vor der Drohne haben. Ich werde da ein bisschen auf dich draufhalten, bis in der letzten Sekunde und dann abziehen. Das ist auch ein sehr dramatischer Shot. Okay, die hat nämlich jetzt keine Propellerschoner um. Die also ich muss dir vertrauen können. Genau, du musst mir heute das volle Vertrauen schenken. Ja, gut, machen wir das. Da bin ich wieder. So. Du machst einen guten Job. Dankeschön. Du bist auch schon ganz außer Atem. Ja. Das ist der Vorteil bei mir, ich stehe einfach nur rum. Ne? Ich muss danach immer joggen gehen. Als nächstes machen wir einen coolen Shot auch hier an der Ecke. Und zwar haben wir hier vorne so einen coolen Weg mit so einem Baumstamm, der da drin liegt. Und ich kann dir schön durch die Äste nah an den Blättern dran vorbei folgen. Und dann können wir noch eine dramatische Szene rausholen, wie du über den Baumstamm springst. Also okay, let's go. Alles klar. Sehr nice. Finale. Finale. Oh. Okay, was ist der letzte Shot? Genau, fürs Finale gehen wir jetzt in Richtung Hütte, um ein dramatisches Ende zu finden. Und sie hat die Schutzhütte, wo sie sich zum Schutze versteckt, gefunden. Und dann machen wir gleich noch gerade nebenbei noch so ein paar kleine Shots, so als Lückenfüller. Könnt ihr euch noch ansehen, was mit der Drohne alles möglich ist. Und dann haben wir es schon fertig. Mega. Okay, cool. Also, next. Schön bei der Arbeit. Ja. Nowhere to hide. You ain't got
Ja, nice. So, das war unser letzter Shot. Wir zeigen euch jetzt nochmal das Endresultat. Viel Spaß! Das Video war hilfreich für euch und euch hat es gefallen. Danke an dich, dass du das mit mir gemacht hast. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Ich verlinke den hier unten in der Infobox und hier oben auf dem i, dass ihr da auf jeden Fall ein Abo dalasst und unter diesem Video auch ein Like. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder und schreibt uns gerne eure Fragen zum Thema FPV-Drohnen-Content in die Kommentare. Da gehen wir sehr gerne drauf ein und drehen vielleicht dann nochmal ein weiteres Video. Wir haben nämlich noch einige im Petto. Ja. Ciao Leute. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ja. Und? Hat's euch gefallen? Diese und viele. Warte, ich denke wie so eine Oma. Okay. Hat Kekse dazu. Hallo, Rolle Rose. Komm, wir gehen nicht näher. Okay, ne. Also meinst du so, aber erst dran vorbei? Ja, aber du musst so richtig. Ja, genau, erst dran vorbei und dann kommst du wieder zurück. Ja, genau. Und dann so oder so ähnlich kurz auszählen, Leute. Okay. Und hat euch gefallen, was wir. Cool ist hier in der kurzen Zeit auf dem. Ah. Warte. Das war schon richtig cool, ne? Aber? Gib's zu! Sie macht mich fertig! Das ist ja gemein. Entschuldigung, okay. So trägt man das. Nicht anders. Du könntest ja auf den Rücken machen oder so, aber egal. Zack. Tat. Viel Spaß. Ciao. Echt, das war das Auto? Achso, willst du richtig aus? Ja, okay, warte, sorry. Ja, sorry, sorry. Sorry. Ja, okay, okay. Ah, ich muss noch okay. Abonnieren, klicken, liken. Genau, genau. Das. Okay. Das war Shot Nummer 2. Oder? Ja. Ich muss gerade okay, warte. Okay.